Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, einschließlich aller Geschlechter. Wir sind mal wieder am Montag bei den Wandelgesprächen, der offensten Einstiegsplattform fürs Miteinanderreden, wo alle Menschen über alles miteinander freundlich sprechen können und wo man sicherlich dann ganz viel über den Wandel sprechen wird, den wir brauchen, damit wir eine verantwortliche Welt bekommen können. Okay, wir machen das hier gleichzeitig als YouTube-Aufnahme. Es gibt einen YouTube-Kanal, irgendwann wird er bestimmt nochmal vielleicht eingeblendet werden können. Aber jetzt, ihr findet ihn unter Wandelgespräche, Wandel-Gespräche, müsstet ihr bei YouTube eigentlich schon finden können. Und wir machen das technisch so in der Form des Redekreises. Das heißt, jeder hat seine bestimmte Sprechzeit und in der Reihenfolge, die wir am Anfang machen, wird dann sozusagen der Staffelstab des Sprechens weitergegeben an den Nächsten. Und ja, damit kann ich eigentlich schon für einen ersten inhaltlichen Redebeitrag weitergeben. Wer fängt denn an? Ja, Walter, willst du heute mal anfangen? Gut, danke. Walter, Dylan, Lucky vielleicht und dann Öffef. Und Heidi noch, oder? Nein, Heidi war nur eben am Telefon. Die ist jetzt leider wieder auf Reisen. Alles klar. Insofern. Nee, Walter, fang einfach an. Die Maschine läuft. Ja. Gut, was sind jetzt die wesentlichen Punkte des Wandels? Also ich sag mal, für mich, der ich heute Abend auf die Montagsspaziergänge jetzt verzichtet habe, um etwas an den Wandelgesprächen teilzuhaben, ist das Thema der Priorität momentan natürlich der Weltfrieden. Aufgrund einer gewissen Spannungslage, die wir ja alle kennen, die aus einer anderen Spannungslage hervorging, die mit Krankheit zu tun hat, machen wir uns natürlich nun Gedanken darüber, wie wir schnellstmöglich wieder als Weltgemeinschaft in den Frieden zurückkehren. Wir waren von den Wandelgesprächen her sicherlich immer die Menschen, die stets für Frieden plädiert haben, also für die es keinen Grund gibt, irgendetwas mit Waffen auszutragen. Ja, wir sind halt aktive Pazifisten, die jeden Streit auch in ganz persönlicher Konfrontation und Begegnung, also deeskalierend einwirken. Insofern, natürlich sind wir auch wiederum als Sprecher und Schreiber und Schriftsteller und Liebende auf das Wort und auf die begütigenden Gesten angewiesen, weil wir ja niemanden zwingen können und wollen. Ja, für mich ist das Thema eben der Frieden. Schreiben für den Frieden, sage ich jetzt erstmal, und Gesprächskreise machen und auch beten für den Frieden. Damit gebe ich erstmal den Stab weiter. Ja, danke. Und wieder, Öffef, dein Mikro ist noch an. Es kann sein, dass da noch Störgeräusche im Moment noch da sind. Lucky muss es nicht stumm stellen, weil er sowieso leise gestellt ist. Ja, dann sage ich mal, also ich war ja heute aus Versehen, da ich bin ja hier im Zentrum, das im eigentlichen Zentrum von Köln, wo auch immer der Rosenmontagszug beginnt. Die Demonstranten drängelten sich an meine Haustür. Ich kam quasi kaum aus meinem Haus raus. 150.000 Leute in Köln demonstrierten für den Frieden. Und ich habe vielleicht 100 Flyer verteilt und 100 gute Gespräche geführt, aber bei vielen hatte ich den Eindruck, die konsumieren nur diese Demo, wie man andere marktwirtschaftliche Dinge konsumiert. Und ja, was ist der Standpunkt? Ich empfinde mich ja jetzt auch hier immer so ein bisschen schon im Geiste, fantasiere ich mich und träume ich mich als Teilnehmer
des New World Economic Forum, des neuen runden Tisches, des Zukunftskongresses für alle Lösungsentwürfe für die Menschheit, ohne jegliche Cancel Culture, ja. Und insofern spreche ich jetzt auch wieder alle an. Zum Beispiel spreche ich jetzt auch die Reichen an, ja. Und sage ihnen, ja, ich bin mir klar, dass Lösungen, die gegen euch, die Reichen sozusagen, sich wenden, deswegen schwierig sind umzusetzen, weil ihr einfach überall das Sagen habt, die Medien gehören euch, ihr seid die größten Werbekunden der Medien, ihr seid diejenigen, die über die Lobbyisten Gelder an die Politik fließen lassen. Ich anerkenne, dass ihr Reichen einfach in dieser marktwirtschaftlichen Pseudodemokratie einfach die herrschende Klasse seid. Und das ist so. Und deswegen geht auch der gemeinwohlökonomische Lösungsentwurf, also die Gruppe aller vier gemeinwohlökonomischen Lösungsentwürfe, zielt nicht darauf ab, gegen euch zu kämpfen, gegen euch Reiche, sondern mit euch gemeinsam den für euch schädlichen Kapitalismus und die Marktwirtschaft zu beenden, denn die Marktwirtschaft ist, oder der Kapitalismus, ist nach nur naturwissenschaftlicher Sicht, und das muss ich euch zum Verstehen bringen, euch Reichen sozusagen, euch Jeff Bezos, euch Warren Buffett, euch Bill Gates und euch Albrecht-Familie, Aldi, Dieter Schwarz von Lidl, euch Milliardäre, Milliardärwirt, euch muss ich das beibringen, den Herrn Krupp von Trigema, euch Reichen muss ich das beibringen, dass die Marktwirtschaft euer Leben zerstört und jetzt schon zerstört hat. Warren Buffett hat schon Krebs. Denn die Marktwirtschaft ist schlicht und einfach aus naturwissenschaftlicher Sicht ein einziger Krankheitserzeuger, ein Unglückserzeuger und ein Kriegserzeuger. Denn nach naturwissenschaftlichem Bild sind wir eigentlich pazifistische, also zum Pazifismus fähige Savannenbonobos, parallel zum Urwaldbonobo Panpaniscus. Und wir wurden aus dieser Sicht durch die Erfindung des Kapitalismus und seiner Vorform des Tauschhandels wurden wir über die Waffenhändler, die gerne viele Waffen verkaufen wollten, wieder aufgehetzt, kriegsbereit fühlen zu sollen. Also uns wurden Geschichten erzählt, dass angeblich eine bonobo-kommunistische Gruppenehe die andere nachts überfallen und getötet hätte. Und dadurch wurden in uns Ängste ausgelöst in unseren Vorfahren, und sie überlegten, sie kauften lauter Waffen, um sich zu beschützen, und dann überlegten sie, ob sie nicht die andere Gruppenehe lieber selber töten sollten, bevor die sie töten kann. Und so kam es dann irgendwann zum ersten Krieg, und das war von Anfang an ein Marktwirtschaftskrieg. Und diese Unglückserzeugung, ja, das muss ich dann in der nächsten Runde machen. Also, dass die Marktwirtschaft euch alle, euch Reiche auch genauso krank macht, wie sie die Armen krank macht. Und dass sie euer Leben unglücklich macht, so wie sie das Leben der Ärmsten unglücklich macht. Das muss ich euch in der nächsten Runde zeigen, um euch zu gewinnen für den Wandel der Welt zum Besseren. Und jetzt muss der Lucky noch 2 Sekunden warten und dann stelle ich ihn um. Und übrigens noch als Hinweis an alle, wenn ich piep, piep, piep mache oder piep, piep, piep geschieht, bitte kurz innehalten als Zeichen dafür, dass man das Signal gehört hat, und dann kann man so seinen Gedanken, am besten den Satz nochmal neu aufgreifen, weil das Piepen ja immer auch stört in der Aufnahme, den Satz nochmal neu ansetzen und dann den Gedanken langsam zum Abschluss führen. Und jetzt versuche ich den Lucky laut zu kriegen. Sekunde, es dauert noch. Lucky, wir hören dich. Du kannst gut reden. Ja, ich danke meinem Vorredner Dylan für die exakte Analyse des Kapitalismus. Dem kann ich mich nur anschließen und da nicht viel zu sagen. Und freue mich natürlich auf den runden Tisch. Oder du hast es eben anders genannt, den Namen habe ich jetzt vergessen, auch den englischen. Aber auf jeden Fall den runden Tisch, irgendwo ohne Explosion halt über die Zukunft diskutiert wird, freue ich mich immer mehr drauf und kann eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen,
Außer ich ein bisschen skeptisch bin, die Reichen davon zu überzeugen, dass es zu ihrem Vorteil ist. Also ich mir jetzt, ich habe schon letztes Mal angedeutet, sehr schwierig vor, wie wir Zuckerberg oder Bill Gates und ähnliche überreden könnten, mit uns an den Tisch zu setzen und dann vor allen Dingen noch sie davon zu überzeugen, dass die Abschaffung des Kapitalismus, des monetären Finanzsystems, des globalen, dass das also zu ihrem Vorteil ist oder sein könnte. Ich stecke mir schwierig vor, aber wie gesagt, vielleicht habt ihr da Ideen oder das klappt doch. Versuchen können wir der. Ansonsten, ja, bin ich noch sehr beeindruckt von, ich war am Samstag im Museum für Kapitalismus, also das heißt für Kapitalismus, sondern die Macher und Macherinnen meinen, dass der Kapitalismus ins Museum muss. Und da haben sie ein entsprechendes Museum gemacht, was richtig Spaß gemacht hat, darin zu gehen. Die haben es auch sehr interaktiv gemacht, wie da also eine Pumpe machen konntest und dann ist Wasser rausgekommen und daran konntest du sehen, sozusagen, wie die Arbeit des Salons rausgekommen hat, getröpfelt und das Kapital auf der anderen Seite, das war natürlich viel mehr oder dass irgendwo mal eine Münze reingegeben und sind zwei Münzen dann rausgekommen. Also ganz gut interaktiv so gemacht, auch sehr didaktisch, ganz gut auch für Schulklassen und so weiter. Und es hat Spaß gemacht, das da zu machen und vielleicht werde ich mich da auch ein bisschen einklinken und da mitmachen, weil die auch auffordern, halt zu mitmachen. Ja, das hat mir so einen Schub gegeben. Ansonsten natürlich geht der Ukraine-Krieg in den Kopf, war auch ein interessantes Erlebnis, eben diese 500.000 Veranstalter, also haben die Veranstalter gesagt 500.000, die jetzt diese Großdemo, die in Berlin gewesen ist. Ja, war gute Stimmung und alles hat Spaß gemacht. Aber die Frage ist natürlich genau, was ist der Hintergrund von Kriegen? Ich habe gerade eben auch diese mit dieser AG, die ich immer vorher diskutiere, wo wir in der Rede zu zweit sind, manchmal auch zu dritt, Abschaffung des monetären Welt- und Weltfinanzsystems. Und da haben wir auch diskutiert darüber, ob die These eigentlich immer nur ist, dass Geld hinter allem steht, immer nur um Finanzen geht und Geld bei jedem Krieg. Und ob der Erste und der Zweite Weltkrieg nicht auch nur aus Geldgeschichten entstanden ist, das war ganz interessant und jetzt mit der Ukraine ein bisschen genauso ist. Und natürlich auch im privaten Kreis immer die Frage, steht es nun für Waffenlieferung oder dagegen, was ja für mich also nicht so eindeutig ist und gerade auf der Demo oft ziemlich unterschiedlich Positionen da gab. Ich weiß nicht, ob das heute Thema ist, aber das ist gleich auch ganz interessant. So, ich nehme an, meine 4 Minuten. Habe ich noch was? Nö, muss ja nicht. Ansonsten nehme ich erstmal weiter dann an Öffi. So, Öffi, jetzt müsste dich der Lucky auch wieder hören können. Du kannst loslegen. Jetzt hören wir gerade vom Öffi nix. Alles klar, da bin ich. Ich musste mein Mikro anschalten und bin gerade wieder angekommen. Dann brauchst kann ich ja jetzt meinen sozusagen inhaltlichen Einstieg machen. Ich habe ja am Anfang mehr nur den Rahmen und die Technik erklärt. Ich bin gerade von der Montagsmahnwache hier in Stadtallendorf wieder angekommen in der ganzheitlichen Bildungswerkstatt lilitopia.de und passt gerade, weil da stellt sich ja immer mein Telefon auch um auf die WLAN-Verbindung hier im Haus. Da habe ich ja manchmal sonst Unterbrechung. Ja, gut. Also jetzt zu dem Inhaltlichen, auch was die anderen schon angesprochen habt. Ich sehe, dass wir in verschiedenen Formen von Krieg sind. Und ich glaube, der Corona-Krieg ist viel schlimmer und blutrünstiger als der Ukraine-Krieg. Ich schließe sogar nicht aus, dass da insgesamt große Theaterspiele jetzt sind, weil Omikron hat ja nun wirklich deutlich genug gemacht, dass das jetzt auf jeden Fall nicht mehr als eine Grippe ist. Während aber die Freiheitseinschränkungsschienen weiterverfolgt werden von den Mächtigen, ob jetzt mit Impfpflichten oder sogar, wenn sie diese Maßnahmen fallen lassen würden, wenn nicht aufgedeckt würde, dass da eine korrupte Ermächtigungsschiene gefahren wurde von den Herrschenden, dann werden sie die erreichten Vorteile, die erreichten Kontrollmechanismen systematisieren und damit entscheidende Schritte vorwärts gemacht haben in Richtung einer globalen
digitalen Diktatur. Die WHO will ja schon international jetzt diesen Impfrahmen sozusagen festschreiben, also auch für zukünftige Entwicklungen da Strukturen schaffen, die das positiv aufgreifen, was die Herrschenden sich geleistet haben, bisher da auch. Also ist die große Gefahr, dass da so etwas wie das Kriegsgeschehen mit der Ukraine ablenkend wirkt, ob jetzt auch als Ablenkungsmanöver geplant, lasse ich offen. Kann man auch sagen, ist egal, aber jedenfalls, das ist eine sehr schädliche Wirkung. Und ich bin weiter dran, hauptsächlich, also bei diesem Corona-Geschehen, bereite mich ja auch vor auf eine Gerichtsverhandlung, die ich Ende März jetzt haben werde und habe mir heute dafür, also einerseits ist meine programmatische Grundlage, mein sogenannter Weckruf an alle Politiker und alle Menschen, steht in unserem Freie-Argumente-Kulturforum, also www.freie-argumente-kultur.de. Bei Weckruf da, bei der ganzheitlichen Bildungswerkstatt, findet ihr das. Und dieser Weckruf enthält die entscheidenden Argumente und er enthält auch strategische Vorgehensempfehlungen. Also vor allem eben, dass wir das zwingendste Gegenargument, nämlich unsere Bereitschaft, auch uns abzusondern, bevor wir unsere Freiheitsrechte verlieren, also dass wir diese Schiene strategisch stark ausprägen, indem wir vorhandene Reservatsmöglichkeiten halten und weiter pflegen, Menschen dafür gewinnen wollen und indem wir neue Reservate schaffen. Also mir liegt ja besonders, wie ihr wisst, auch am Herzen in Berlin, direkt vor den Toren der Macht, ein solches Alternativreservat für natürliche und freiwillig verantwortliche Menschen am Leben zu erhalten, was die Querdenker da angefangen haben. Ja, also da habe ich ja auch Leute in Berlin, die als Ansprechpersonen und zum Teil auch Hauptwohnsitzzelter, wie ich das nenne, dort diesen Faden halten. Und ich habe gerade eben bei der Montagsmahnwache noch überlegt, wie ich diese Inhalte, die ich auch dem Richter Ende März dann da vorzutragen gedenke, wie ich das in eine kurze Plakatform auch vielleicht bringen kann. Und das wäre so, ich sage euch nur noch mal so, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Mir sind meine Freiheitsrechte wichtiger als Gesellschaftsvorteile durch Unterwerfung. Spätestens Absonderungsbereitschaft in Reservate entkräftigt Vorwürfe zu großer Ansteckungsgefahr oder Gesundheitssystemüberlastung. Piep, 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 piep. Dankeschön, Dankeschön. Wie viel Gesprächsbereitschaft oder Aufwand sollte es dem Staat wert sein, meine Freiheitsrechte nicht so schwer verletzen zu müssen? Verhältnismäßigkeitsprinzip und so. Gut, sowas könnte ich mir vorstellen, kurz und knackig da auf so ein Plakat zu schreiben und mich dafür hinzustellen und zu gucken, wie der Richter darauf reagiert. Und wenn mir das alles zu bunt wird, gehe ich ja dann nach Berlin und besetze auf gandianisch-pazifistische Weise dann das Kanzleramt und sage, wir brauchen hier eine korruptionsfreie Stelle, ein korruptionsfreies Büro. Man kann auch sagen, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur, wo solche Argumente wie von mir dann angemessen Gehör finden könnten. Okay, damit gebe ich weiter an den Dillen. Walter ist dran. Ja, danke schön. Ja, Freunde, einfach ist es nicht, Mensch zu sein. So viel will ich mal halb im Spaß aus der Komfortzone heraus zum Besten geben. Es kommt noch viel auf unsere Bildung und Aufklärung an, damit Menschen Wir hören dich nicht, Walter. Ich mach mal kurz auf Pause. Ja, eben. Was wir anstreben würden, Weltreferendum, wo es eben zur Abschaffung des Marktes und alles, was damit zusammenhängt, kommt. Dass das vielleicht mehr Eindruck machen würde auf die sogenannten Reichen oder die an den Hebeln der Macht sind. Wenn das Volk sagt, Leute, der Kapitalismus hat abgedankt, wann dankt ihr ab? Wenn es kein Geld mehr gibt, wir es nicht mehr haben wollen, dann könnt ihr euch dann müsst ihr euch ändern, ja, weil eure Yachten, eure Villen, eure großen Autos, wenn kein Mensch die repariert und die Villen, die Schwimmingpools, kein Mensch mehr sauber machen will, weil durch die Bedarfsdeckung, je nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten,
wenn dann die Leute keine Angst mehr haben und nicht gezwungen werden sind, Arbeit zu machen, die sie eigentlich nicht wollen, sondern eben die Wahl haben, auch eine andere Tätigkeit machen können und ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind. Da müssen wir dann schon wegnehmen oder enteignen reden oder was, sondern werden sie halt sitzen, ne? Und verfällt die Acht halt, wenn kein Mensch mehr sie wartet und repariert und keinen Gärtner finden oder Gärtnerin, die ihre Villa und ihren Garten pflegen, dann werden sie dann schlecht einsehen, dass sie dann mit auf ihrem Meinwohl halt dann umschwenken werden. Ja, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen und gebe weiter an. Also ich habe Walter noch nicht gehört, von daher denke ich, dass Walter ist wieder da, der kann jetzt. Walter geblieben ist. Ja, irgendwie bin ich eben aus dem Internet rausgeflogen. Ja, Walter, Sekunde, du bist wieder da. Übrigens habe ich leider vergessen, die Technik ist so schwierig. Ich habe vergessen, ich hatte meinen eigenen Beitrag gar nicht aufgenommen. Aber ist egal, jetzt Luckys Beitrag wurde aufgenommen. Und jetzt, Walter, jetzt nochmal deine 4 Minuten jetzt mal. Und danach der Henning und dann der Öff, denke ich, ne? Oder? Ja, also Walter, Henning, Öff. Danke. Ja, mein Anliegen ist halt die Gemeinschaftsbildung und die Aufklärung. Also Gemeinschaftsbildung betrifft heutzutage nur Minderheiten. Nicht alle können in Gemeinschaft ziehen oder haben es vor, sich einer Gemeinschaft anzuschließen. Die wenigen, die Gemeinschaft von sich aus suchen, haben es oft sehr gut, in die Großfamilie zurückzukehren, viele Menschen zu sein, die sich zum Beispiel um Kinder kümmern, immer Ansprechpartner zu haben für alle möglichen öffentlichen und Bildungsthemen und familiären Themen. Naja, aber in unserer Entwicklung sehe ich durchaus, dass Gemeinschaft auch so im Alltag gelebt werden kann, indem wir einfach wieder unsere Nachbarschaft finden, indem wir Nahbeziehungen aufbauen, wo wir sie bisher gemieden haben. Ja, warum sollten wir das machen? Einfach weil es Vorteile bringt, seine unmittelbaren Nachbarn, die man sowohl in guten Zeiten als auch in schlechten Zeiten sehen, wert zu kennen und mit ihnen in guten nachbarschaftlichen Verhältnissen zu sein. Ja, und dann die Aufklärung. Die Aufklärung besteht für mich darin, dass wir als Menschen erkennen, dass wir in einem wunderbaren Superorganismus leben, dem Planeten Erde, der aus dem All betrachtet ein blasser blauer Punkt ist und wie ein einzelliges Wesen wirkt, in einem riesigen, dunklen, auch kühlen Ozean des Alls schwebt unser Einzeller und wir sind die Gehirnzellen, die gar nicht so doofen Gehirnzellen dieses einzelligen Wesens. Wenn wir es dann vermögen, als Menschheit mal aus den Kinderschuhen herauszuschlüpfen und in die moderne, 2000 Jahre nach Jesus gemäße Kommunikation zu gelangen, die es uns dann ermöglicht, uns als Gehirn der Welt zu erkennen, sodass wir dann beginnen, aus der frühkindlichen Barbarei herauszutreten und miteinander Lösungen für die schöne, freiheitliche Wohlstandswelt der Bildung und der Schönheit der Kunst hineinzukommen. Danke. Ja, Henning, für dich noch, bevor du dran bist, die zwei kleinen technischen Neuerungen, die wir haben, um die Tonqualität zu verbessern. Wenn ich nachher piep, piep, piep rufen sollte,
dann hört man diese Worte oft nicht, dann einfach kurz innehalten als Zeichen, dass du es gehört hast und dann den Satz nochmal neu beginnen, damit die Zuschauer auch mitkriegen, was du sagen wolltest, wenn du dann versuchst, deinen Gedanken rundzubringen. Und die zweite Sache ist, dass der Lucky ja immer die Idee aufgebracht hatte, dass wir irgendwann auch vielleicht am runden Tisch an dem New World Economic Forum mit den Zuschauern interagieren können sollten und deswegen arbeiten wir an der Live-Fernsehtechnik, die nur heute ausnahmsweise nicht geklappt hat, also die Live-Übertragung ist deswegen kaputt gegangen, weil ich heute nicht sorgfältig genug auf die Kamerawahl geachtet habe und das, aber sonst wird das immer klappen. Und jetzt, Henning, deine 4 Minuten laufen, können beginnen, wenn du willst. Ja, danke für das Wort und alles Liebe und Gute erstmal an die Zuschauer da draußen und auch an euch. Ich habe einige Nachrichten oder beziehungsweise Informationen, die sehr gut klingen, auch wenn sie von außen gerade schlecht gemacht werden. Zum Ersten ist am 23. Februar von König Stefan öffentlich verkündet worden, dass er das Erbe des Commonwealths antreten möchte und hat damit also zugleich bekannt gegeben, öffentlich, dass also die Queen Elizabeth tot ist. Und sie ist auch schon länger tot und der König Stefan hat eigentlich nur darauf gewartet, ob sich jemand anderes meldet von den weniger Erdberechtigten und da hat sich keiner gemeldet. Er hat es jetzt öffentlich gemacht. Am nächsten Tag hat Putin in der Ukraine bombardiert, allerdings nur Waffenlager, keine Kindergärten oder sonstiges dergleichen, wie es vorher die andere Partei gemacht hat, 8 Jahre lang und auch immer noch tut. Was jetzt aber durch diesen Bombardement ausgelöst worden ist, dass SWIFT-Zahlungen, also Zahlungsverkehre im bargeldlosen Zahlungsverkehr blockiert werden. Zum einen vom Westen nach Osten. Aber diese Blockaden werden sich gegeneinander aufschaukeln, dass sowohl das Bargeld abgeschafft wird und auch das digitale Geld abgeschafft wird. Und in der Bibel stand mal oder steht noch, ist natürlich auch eine reine Auslegungssache, gib und so wird dir gegeben. Das ist eigentlich das Prinzip des Schenkens und Helfens. Und das wird auch jetzt wiederkommen. Aber aus diesem Gib und dir wird gegeben, hat man ein Nimm und Bezahl gemacht, was man jahrelang mit dem Kapitalismus sowie auch mit dem Kommunismus, wo nur die Seiten vertauscht sind in den Geldwerten, gemacht hat. Wobei jeder Geldwert immer ein minderer Wert ist zum wirklichen Leben, das unverhandelbar, unveräußerlich und dementsprechend auch unendlich ist. Und wir dürfen erkennen, dass wir gemäß Max Planck Aussage, das kleinste Lebewesen ist ein Lichtstrahl einer Frequenz und alles Licht ist Leben. Das steht auch in der Bibel in Johannes 1,5, Gott ist Licht, wobei gutes Licht ist Leben und es gibt auch nur gutes Licht und die Abwesenheit von gutem Licht. Dadurch, dass ich, Moment, ja, die Abwesenheit von gutem Licht und wir dürfen auch in der Matrix der Sprache, die wir sprechen, wieder die guten Worte finden, um eine gute Kommunikation zu schaffen, um auch in die Harmonisierung zu gehen, weil sämtliche kosmische Gesetze, die auch der Stefan in seiner neuen Bulle erlassen hat, oder beziehungsweise die wir achten sollen, das heißt, der Stefan hat den Schachzug gemacht vor einem Jahr am 7. August, dass er die neue Bulle herausgebracht hat, die neue goldene Bulle der Erlösung, besagt, dass Gleiche, was der Papst Benedikt auch im Bundestag erzählt hat 2011, nur in einer anderen Erzählweise, dass also der Stefan, wenn er denn die Krone bekommt, sie uns an jeden einzelnen Menschen zurückgegeben hat. Und in diesem Akt der goldenen Bulle beschreibt er, dass die Menschheit zukünftig die Naturgesetze achten darf und auch die kosmischen Gesetze.
Die kosmischen Gesetze sind Harmoniegesetze und der Achtung, der Bedingungslosigkeit und in der bedingungslosen Liebe einzig durch Helfen und Schenken. Und das ist die Bewegung von harmonischem Licht. Und daran dürfen wir uns alle wieder orientieren und in die Harmonisierung gehen. Und jeder, der die Bedingung oder beziehungsweise der in Bedingungen ist, der stört diese Harmonie. Und jeder, der Bedingungen eingegangen ist durch Vertrag und Unterschrift, darf diese auch wieder von sich lösen. Es wird also kein Messias kommen. Und wir gehen in eine gute, schöne, paradiesische Zeit und wir dürfen alle dazu beitragen, in die Harmonisierung zu gehen. Danke. Ja, jetzt ist der Öff dran, alle Mikrofone aus, außer Öff. Dön, ganz kurz, kannst du mich hier über PC hören? Ja, super, dann okay. Bist du jetzt raus aus dem Telefon, ne? Ich wollte damit andeuten, genau, alles ja. Klar. Öff, du bist dran. Und danach würde ich vorschlagen, dass danach Lucky dran ist, dann Dylan, Walter und wieder Henning. Ne? Okay, Dankeschön den Vorrednern. Und wir sind ja in der freien Argumentekultur auch so, dass wir ganz offen und frei die Argumente untereinander austauschen. Auch da, wo wir denken, dass etwas an Kritik angebracht ist. Und ich gehe mal einfach so liebevoll frech so ein bisschen eure Redebeiträge durch und sage, was mir da aufgefallen ist, wo ich ein Stück weit Kritik hätte. Also zum einen, ich glaube, es geht überhaupt nicht ohne Gemeinschaft, weil wir neue Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen brauchen. Wenn wir nicht die anonyme Massenmaschinerie da haben wollen, die von irgendwelchen Strippenziehern missbraucht wird, dann müssen wir an der Basis lernen, miteinander zu kommunizieren, miteinander unsere Konflikte effektiv zu lösen und uns konsensfähig zu machen. Konsensfähig mit Blick auf die Folgen im Ganzen, die es hat. Konsensfähig im Sinne von global denken, lokal handeln. Und das ist nicht getan, wie der Walter das gesagt hat, da mit den Nachbarschaften, weil das sind alles solche, ich sag mal, äußerlichen Verbundenheiten. Man kann mal hingehen, wenn man die Milch vergessen hat, einzukaufen und vielleicht kriegt man auch noch ein Fässchen Zucker dazu. Oder kann sich einen Spaten mal ausleihen, vielleicht sogar ein Rasenmäher. Aber das ist nicht die Bereitschaft, die wesentliche Entscheidungsebene ins Miteinander zu bringen, statt es irgendwelchen äußeren Fremddirigenten zu überlassen. Genauso wie es nicht die Bereitschaft enthält, die Grundlage des Wirtschaftlichen ins Miteinander zu ziehen, statt es abstrakten äußeren Marktmechanismen zu überlassen. Und damit reicht es nicht. Es ist nicht damit getan, wenn wir irgendetwas machen, wo wir sagen, wir wollen die andere Welt, aber wir bleiben dabei, dass wir nur ein paar Schönheitskorrekturen machen und die wesentlichen Dinge der alten Welt weiter überlassen. Dieselbe Kritik habe ich ja auch bei Lucky schon geäußert, weil ich glaube, es ist eine Fantasiekonstruktion, ein Märchen, sich vorzustellen, die Menschen tun sich alle zusammen und dadurch, dass es alle sind, ändert es sich, wenn der Einzelne nicht bereit ist, aus dieser Haltlosigkeit, aus diesem haltlosen Individualismus in seiner Ecke zu sitzen und diese neuen Strukturen gar nicht mit zu erschaffen, also auch diese Gemeinschaftsstrukturen, dann werden aus solchen Verhaltensweisen auch die Kinder der Zukunft nicht lernen, wie man die andere Welt baut, sondern dass man es mit dem Argument, die anderen müssen erst mitmachen, verschiebt. Und dass diese Verschieberei und diese Ausflüchte, die hindern uns wirklich zu Potte zu kommen. Und es gibt ja auch kein Gegenargument aus meiner Sicht. Alle Dinge lassen sich ja miteinander verbinden. Man kann anfangen, nett zu den Nachbarn zu sein. Man kann auch versuchen, die ganze Welt zur Einigung zu bringen, dass sie das Geld abschaffen wollen. Aber das spricht alles nicht dagegen, bei sich anzufangen und die nötige Grundlagenfähigkeit zu erwerben, auch zur Gemeinschaft, zu neuen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen. Das muss gar nicht gegeneinander ausgespielt werden, im Gegenteil. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man das so ganzheitlich denkt, so systemisch denkt, auch das eigene Engagement, dann bestärkt es auch die Möglichkeit, die Nachbarn zu beeindrucken und weltweit die Menschen zur Einigung bringen zu können. Genau. Und
zu dem, was Henning gesagt hat. Ich bin gespannt, ob die britische Königin, wenn ich das richtig verstand, tot ist. Und ich meine, wir brauchen dann nicht erst noch einen Zwischenkönig, um die Rechte, die Selbstbestimmungsrechte den einzelnen Menschen zu übergeben. Da könnte er das auch gleich einfach sagen und nicht erst eine Funktion für sich beanspruchen. Also ich zumindest bin so drauf, dass ich sage, ich habe nirgends zugestimmt und würde nirgends zustimmen, dass meine Selbstbestimmung erstmal in die Hände von Herrschenden kommt, die sie untereinander weiterreichen, bevor sie wieder zu mir zurückkäme. Sondern ich beanspruche mit naturrechtlicher Begründung, weil ich einen eigenen Kopf habe, eigenen und mündig sein kann. Öff, immer kurz zeigen, dass du es gehört hast, das und dann den Satz nochmal neu anfangen. Genau. Hattest du das Piep-Piep überhaupt gehört? Ich habe jetzt was gehört. Vorher hatte ich noch keinen Piep-Piep. Ach so, nee, dann war ich zu leise, ne? Ja. Also setze nochmal einen Satz vorher an und bringe dich langsam zum Ende. Ja. Also mir reicht die naturrechtliche Begründung, dass ich einen eigenen Kopf habe und einen eigenen Mund, um mündig sein zu können. Und dann sollen sich alle, die da herrschen wollen, sollen sich einordnen als Mitmenschen auf Augenhöhe. Und dann können wir hingehen und können lernen, von unten her solche frei und menschengeschwisterlich kommunizierenden und Konflikte lösenden und im Konsens entscheidenden und auch alles andere miteinander teilenden Gemeinschaften zu bilden. Und dass da jemand zeigt, dass er das drauf hat oder wie gut er das drauf hat, das sind für mich die entscheidenden Achtungswerte, auf die es ankommt und von denen wir uns auch durch nichts ablenken lassen wollen. Und deshalb bringe ich ja Argumente auch immer so vor am besten, dass sie keine schwierigen oder komplizierten Voraussetzungen brauchen. Ich brauche nichts wissen von irgendwelchen außerirdischen channelnden Meistern. Ich brauche nichts wissen von den geheimen Intrigenspielen der Politik. Ich berufe mich auf Argumente, die so einfach und klar sind, dass sie noch nicht mal Experten, also oft noch nicht mal oder in vermeidbarer Form sogar Wissenschaftler vermeiden. Also wie bei meinem Weckruf, dass ich sage, spätestens wenn jemand sagt, er ist bereit, sich abzusondern in eine Gemeinschaftsform oder Reservatsform, die eindeutig dann nicht mehr als zu Ansteckungs- oder Gesundheitssystem sprengend eingestuft werden kann, dann liegt es allein an seiner Bereitschaft zu so einem Sicherungsverhalten, um sagen zu können, lasst mich dann in Ruhe mit euren ganzen Zwangsmaßnahmen bis hin zu Impfpflichtvorstellungen und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr starke Argumentationsschiene, auf der man dann agieren kann. Okay, ich gebe weiter. Lucky müsste dran sein, ne? Ja, dann mache ich das dann. Ja, ich schließe mich irgendwie an dem Teil an, wo du dich auf Henning bezogen hast. Also mir geht es genauso. Ich habe einen Mund und Kopf zum Nachdenken. Und König ist für mich also die Vertretung und die Abgabe an Selbstständigkeit überhaupt, wenn ich das schon höre, den Begriff König. Und von daher habe ich da so ein bisschen, wie soll ich sagen, Widerwillen oder merke, dass da auch meine Aufnahmefähigkeit dann weiter zuzuhören, dass sie so ein bisschen nachlässt. Ja, ist eigentlich nicht schön, aber ich muss dazu geben, dass es jedenfalls so ist. Aber im Sinne der völligen Cancel-Culture-Freiheit darf natürlich Henning selbstverständlich für diese Weltsicht und für diesen Lösungs- und Wandelweg werben, genauso wie wir für unsere Wandelwege werben. Ja, soll ja auch dabei sein. Darf ich da ganz kurz was korrigieren, bevor irgendwas Falsches in die Welt kommt? Es geht darum, dass der Commonwealth, also das Sklaventum abgeschafft wird und König Stefan ist erbberechtigter dokumentarisch derjenige, der aus der Familie Ratzeburg, wie die Queen auch eine geborene Ratzeburg ist, quasi die Nachfolge haben kann. Er hat aber vor einem Jahr schon seine Nachfolge abgegeben, an alle Menschen zurückgegeben. Bitte richtig verstehen. Er ist nicht König, er will auch kein König sein. Er ist aber nach der Erbberechtigung derjenige, der die Queen jetzt nach dem Tode vertreten könnte. Und durch die öffentliche Bekanntgabe hat er jetzt den Stein ins Rollen gebracht, dass man den Tod der Queen nicht länger verschweigen kann. Ja, aber das dann nochmal in der nächsten Runde erläutern. Ja, Lucky. Ja, bitte. Lucky, deine Werbung für euren Ansatz, Geld abzuschaffen und Finanzsystem abzuschaffen. Ja, genau, richtig.
Und ja, da beziehe ich mich wieder auf Öffi. Ist ja diese Diskussion mit der Henne und dem Ei, also ob erst das Bewusstsein kommen muss und das eigene Handeln und dann erst die Strukturen sich ändern können oder umgekehrt, sein bestimmtes Bewusstsein oder ist es nicht doch umgekehrt. Das ist die Diskussion, die ja hier mal ein bisschen rumschwabert. Und da habe ich gerade so verstanden, eben, dass du da den anderen Standpunkt wieder mehr vertrittst. Erstmal bei sich selber anfangen und dann was anderes machen. Und ich sage, solange sich eben die Strukturen nicht oder durch die Strukturen ändern, wird sich dann auch das Bewusstsein ändern. Und deswegen glaube ich eben, dass gerade auch die nachfolgende Generation als Beispiel, wenn das Schulsystem geändert werden würde und der Kapitalismus abgeschafft werden würde, dann würden auch die Kinder ganz anders heranwachsen, weil schon im Kindergarten und Schule du dann nicht mehr auf Leistung und Konkurrenz getrimmt wirst und Konsumding, sondern du wirst dann auf Kooperation und Gemeinwohlorientierung wächst du auf. Und wenn du so aufwächst und nicht mehr bombardiert wirst hier mit Werbung und Plakate überall, was du halt kaufen musst, ansonsten bist du ein Versager oder nicht so gut, nicht so schön und nicht so leistungsfähig und weit oben wie alle anderen, wenn du nicht das Neueste hast, dann wirst du auch dich ganz anders verhalten. Da meine ich mir dann, wenn das erstmal die Strukturen ändern würden, würde ich mir auch die weitere Generation keine Sorgen machen, ja, die Kinder und die Enkel, dass die dann ganz anders aufwachsen würden. Und von daher... Sollen wir das an der Stelle kurz dialogisch machen? Warte mal, lass mich ja kurz ändern eben. Ja. Und von daher favorisiere ich mehr eben diese strukturelle Änderung als... Da läuft irgendein Handy-Störung gerade. Luki, gerade eine Sekunde Pause. Luki, was ist da für ein Ton im Hintergrund? Ja, warte mal, okay. FF? Ich gebe mal weiter, ja. Ich gebe weiter und schalte mich mal kurz aus. Bei mir ist nichts im Hintergrund. Ach, das war beim Luki. Das war beim Luki selber. Ja, nee, da kann ich ja nachher dann wieder weitermachen. Genau. Ja, jetzt ist die weitere Reihenfolge Dylan, Walter, Henning und Öff, ne? Also dann lege ich mal los. Ihr wisst ja, ich fantasiere mich ja jetzt schon im New World Economic Forum, ja, und ich schade, dass der Luki das jetzt vielleicht gar nicht so mitkriegt, aber da ist ja die Idee, wir haben ja deswegen jetzt normalerweise auch immer Live-Fernsehen, also Live-Sendung, weil es eben ja der Luki ja angeregt hat, dass wir auch schon die Reaktion der Zuschauer ernst nehmen sollten. Und ich setze ja auf das Konzept der Wählerwanderung, ja. Ich setze so, dass wenn wir versuchen, unsere Lösungsentwürfe für den Wandel in der Welt zum Positiven den Leuten klarzumachen, dass ich dann hoffe, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sarah Wagenknecht ist mit dabei und dass dann vielleicht irgendeiner der Teilnehmer im Fernsehen, also im Live-Fernsehen, dann sagt, nee, also die Argumente von der Sarah haben mich mehr überzeugt. Ich war früher Fan des Weltrates, jetzt bin ich eher Fan der Sarah Wagenknecht. Dann haben wir eine Wählerwanderung und die können wir dann feststellen. Als Ersatz für eine repräsentative Wählerstichprobe, wobei sowas natürlich völlig nicht vergleichbar ist mit einer repräsentativen Wählerstichprobe, sondern nur so ungefähr, denn meistens sind die Leute, die so als Fans von Sarah Wagenknecht oder von anderen dabei sind, meistens durch nichts abzubringen von ihrer Fanmeinung. Aber das ist, da wäre so eine Hilfsmöglichkeit, mit Wählerwanderung zu arbeiten, ne? Und ich spreche ja deswegen, ich lade ja hier auch die Milliardäre und alle anderen ein, weil ein Milliardär, der zu uns in eine Gemeinschaft käme und dort feststellen würde, dass er dort glücklicher lebt als mit seinen Milliarden draußen sozusagen, dass der dann ja alle anderen Milliardäre erreichen kann. Die haben ja alle Kontakt untereinander, die nehmen einander auch ernst sozusagen und dann könnten wir die Weltveränderung kriegen, allein dadurch, dass wir einen einzigen Milliardär in unsere Gemeinschaften locken. Also ich lade nochmal ein in unsere Gemeinschaften. ÖFF hat 10 Gemeinschaftsprojekte an der Hand. Ich habe ja hier die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd an der Hand als Möglichkeit, wo man glücklicher leben kann, wenn wir das glücklicher leben könnte als jemals zuvor. Nur die Menschen hören halt nicht gerade sehr auf uns, ne, so ist es halt.
Und ich spreche nach wie vor das, was ich vorhin selber weggeschnitten habe, ja, alle an, indem ich ihnen sage, ja, wenn ihr jetzt nicht sofort in die Gemeinschaft kommen wollt, was der vielleicht beste Weg wäre, dann bitte, dann macht wenigstens euer Kreuz an einer anderen Stelle und macht Propaganda für die gemeinwohlökonomische Diskussion in der Welt, also und für die Partei des Gemeinwohls, PDG. Denn dort werden alle die zentralen Schattenseiten des Kapitalismus beendet, nämlich diese Glückszerstörung. Denn Karl Marx hat ja viel zu kurz gegriffen. Er hat ja die Glückszerstörung im Kapitalismus nicht begriffen. Er hat die systematische Gesundheitszerstörung nicht begriffen. Er hat nicht begriffen, dass der Kapitalismus zwangsläufig zu einer gesundheitsschädlichen Nahrung führen muss. Schon allein, weil er immer mehr suchterzeugende Nahrung konstruieren muss, weil er nur dann natürlich größere Profite macht. Und dass er die Zutaten immer billiger sein müssen und die Nahrungsmittel immer mehr im Chemielabor billigst designt werden müssen, damit man wettbewerbsfähig ist im Kapitalismus. Also, der Kapitalismus ist abschließend gesagt also der größte Glückszerstörer, Gesundheitszerstörer und Friedenszerstörer und Kriegserzeuger. Und das schadet am Ende auch allen Reichen wie allen Armen. Und deswegen müssen wir den Kapitalismus beenden und durch die gemeinwohlökonomische Diskussion beenden. Ich gebe weiter und ich glaube, der Walter war der Nächste, wenn ich mich recht erinnere. Danke. Ja, ich führe mal den Aufklärungsgedanken weiter. Einfach weil, egal welche Schritte wir gehen, die Bevölkerung trägt es ja, wir als Masse, wir als 95% der Weltbevölkerung, wir als 99% der Weltbevölkerung, wie auch immer wir den Anteil ansetzen, selbst wenn wir ihn nur auf 90% oder 85% der Weltbevölkerung von Normalbürgern ansetzen, tragen wir diese oft so dargestellte Pyramide der Hierarchien. Und wir möchten sie ja auch gerne abflachen und auf Vernunftbeine stellen, nicht auf Kampffüße, nicht auf Ellenbogengesetze, sondern auf Vernunft und Liebesgründe. Und deswegen führe ich einfach den Aufklärungsgedanken weiter, weil wenn wir es als 80-90% der Menschen verstanden haben und mit Hilfe gut nachbarschaftlicher Beziehungen und moderner Medien wie Telefone, Internet, dann auch kommunizieren, dann bilden wir natürlich eine prägende Kraft, der auch nicht 20 und nicht 40% andere Menschen sich dauerhaft widersetzen können. Schon gar nicht Gewalttäter, die ja sowieso lebensfeindlich wirken. Die wird man dann schnell zur Rechenschaft ziehen und heilen, weil ich sehe es durchaus als Krankheit an, wenn man glaubt, in der Welt individuelle oder sonstige idealistische Ziele erreichen zu müssen, indem man andere Menschen bekriegt, ermordet oder beraubt. Also dieser Bildungsgedanke und der Aufklärungsgedanke ist eigentlich zu Hause in Kirche und Schule. Und deswegen haben wir aus dem Kreis der Gemeinschaften schon mal dieses Urbild der Bildung, nämlich vorne der Lehrer, vorne der Pastor und da gegenüber die Menge der Schäfchen und der Schüler aufgelöst
und setzen uns in den Kreis. Das heißt, ich stelle mir sowohl Schulen als auch Kirchen so vor, dass die Bänke dort im Kreise stehen und wir als Gehirnzellen der Welt damit in einen Kennenlernprozess gehen und in die Kreiskommunikation. So viel jetzt zu dieser Runde. Ja, dann mache ich mal weiter und mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich hatte gesagt, dass da so in der Bibel steht, gib und dir wird gegeben. Die Bibel oder die Firma am Firmament hat letztendlich das Firmsein dahin gedreht, dass wir da jetzt sind, wo wir sind. Und die Firma am Firmament, also die Firma Vatikan oder Vater Kann, hat sich auch schon zur Ruhe gesetzt. Das heißt also, die Spitze der Pyramide von dem, was allem ist, ist oben genauso geschwunden wie unten an der Basis durch die Krise, die wir hatten. Und die Krise hat jetzt noch eine Beschleunigung dazu geführt, dass also nicht nur viele Menschen arbeitslos geworden sind, auch viele Jobs kaputt gegangen sind, sondern dass auch das Geld knapp geworden ist. Und wie gesagt, wir haben also in der letzten Zeit immer uns so verhalten, dass wir genommen haben und bezahlt haben. Das ist jetzt auch vorbei. Es ist eine Steigerung eingetreten, und zwar eine digitale Steigerung. Weil die digitale Steigerung ist erst einmal bezahlt im digitalen Verkehr, Kaufsverkehr. Ansonsten bekommst du, oder beziehungsweise wenn du bezahlt hast im digitalen Netz, dann bekommst du eventuell vielleicht auch eine Leistung. Und das ist ein Symbol oder ein Weg, wo der Kapitalismus oder überhaupt diese Gewaltstruktur, ich möchte mal gar nicht mehr diese Wortbegriffe benutzen, es ist einzig und alleine eine Gewaltstruktur, die unser Leben, Dasein im Paradies oder im Wohlsein zum Wohle aller behindert. Und diese Gewaltstrukturen werden immer weniger und die werden auch abgebaut. Und jeder an sich selber darf an sich selber arbeiten und für sich selber arbeiten, zum Wohlsein mit seinem Talent für sich zu tun und auch im Wohlsein, im Zusammenleben aller etwas zu tun. Und wenn wir das beachten, dass wir also die Ehre und die Würde eines jeden Lebens und sowie das Zusammenleben zum Wohl aller achten, dann können wir auch nicht mehr in Geldwerte denken, weder in billige noch in unbezahlbare Geldwerte. Und damit hebt sich letztendlich auch das Geld selber auf. Und das fängt jetzt auch damit an, dass, wie gesagt, durch das Bombardement von Putin die SWIFT-Banküberweisungsverfahren blockiert werden, einmal vom Westen nach Osten. Und es wird weitergehen, bis gar keiner mehr irgendetwas bezahlen kann. Das heißt, das Bargeld wird auf kürzester Zeit genauso wie das digitale Geld und alles andere, was damit zusammenhängt, demnächst ja ins Wasser fallen, wie man so schön sagt. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder seine einzelnen Bedingungen wieder auflöst, die er mit Vertrag eingegangen ist und Unterschrift, und das Symbol der Münze achtet, weil die Münze ist auch Ausdruck und Denkmal dafür, für Leben, dass wir das Leben und die Bedingungen oder die Bedingungen im Leben, was also die eine Seite und die andere Seite ist, in Einheit und Einigkeit halten. Und wenn wir das machen, dass wir die Münze achten, so wie Stefan es gesagt hat, dass wir die Naturgesetze achten sollen und auch die kosmischen Gesetze achten sollen, dann sind wir in einem Paradies. Und dann brauchen wir uns nicht mehr über Friedensverträge unterhalten, und auch dann gibt es auch keinen Krieg mehr. Dann gibt es auch keinen Frieden mehr, weil Frieden ist nur passiver Krieg in der Gewaltstruktur. Und deswegen, das Geld wird schwinden, und das Geld wird schwinden, und wenn wir wieder die Lebenswerte, die mit dem Geldwerten in eins kommen, dann gibt es kein Geld mehr, dann braucht es kein Geld mehr, und dann sind wir auch, wie der Klaus Schwab so schön sagt, alle enteignet. Aber das liegt, also die Enteignung
basiert aber auf dem Gedanken, dass wir nicht mehr das Ich gegen das Du kämpft, sondern dass wir im Wir-Denken alles unser ist. Das ist eine Bewusstseinserweiterung und die passiert. Jetzt. Jetzt müsste FF dran sein, ne? Ja, danke schön. Hört ihr mich gut? Vielleicht FF, ein technisches Wort noch. Du fungierst ja jetzt gerade nicht in erster Linie als Moderator, sondern du vertrittst jetzt deinen eigenen Lösungsentwurf für den Wandel zum Guten. Ja, ja. Also moderatorisch funktioniert ja alles super, ne? Wir halten da das Ding ein. Ich hatte zwischendurch sogar überlegt, ja selber auch, ob wir an manchen Stellen vielleicht dialogischere Momente mit reinbringen könnten. Als ich da versucht habe, beim Lucky eine Zwischenbemerkung zu machen. Aber es ist alles super, ne? Also wir halten uns jetzt ziemlich konsequent weiter an unsere Redekreistechnik und alles ist super. Genau, und ich vertrete meinen Standpunkt. Und ich greife Folgendes auf. Nein, Lucky, du hast mich völlig falsch verstanden. Ich will eben nicht denken im Sinne von, war zuerst das Huhn oder das Ei. Sondern ich will im Sinne von sowohl als auch denken. Man kann gleichzeitig sein Leben verändern und sagen, ich möchte, dass alle ihr Leben auch verändern. Da setze ich mich auch für ein. Die Veränderung des eigenen Lebens und die Schaffung der nötigen Grundstrukturen ist etwas Hilfreiches, etwas Verstärkendes, auch für den Versuch, eben die anderen alle dafür zu gewinnen. Das ist ein lebendiges Zusammenspiel von innen oder in der großen Struktur und außen in der Persönlichkeitsentwicklung. Das kann man alles eben kombinieren und es ist eigentlich ein Lebenszusammenhang. Ich kann das Beispiel von Huhn und Ei sogar gut verwenden, weil du kannst bei Huhn und Ei, kannst du nicht sagen, na, wir kümmern uns erstmal ums Huhn-Dasein und das mit dem Ei schieben wir erstmal auf, bis alle Hühner dies oder jenes oder so, dann stirbt das Leben aus, weil das ein ständiges Kreislaufverfahren ist, Huhn bringt Ei, Ei bringt Huhn und so weiter. Da können wir nicht sagen, wir machen erst das eine, kümmern uns nur um das eine für lange Zeit und dann kann das andere dazukommen. Nein, das ist dieses Wechselspiel direkt des lebendigen Kombinierens, des sowohl als auch. Und der Ansicht bin ich eben, dass wir da wirklich, oder ich sage es auch ganz knallhart, wenn wir unser Argument, wir kümmern uns um die Veränderung der großen Strukturen, ausspielen gegen die Veränderung im Sinne des angestrebten Ziels, die jetzt schon für uns möglich ist und unseren Einsatz für die große Veränderung verstärken kann. Wenn wir das so ausspielen, dann machen wir uns unglaubwürdig und machen es auch nicht so leicht, da andere Leute oder gar alle für gewinnen zu können. Okay, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt noch. Also nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Also ich habe ja gesagt, also zu dem, was der Henning erklärt hat, auch mit dem König Stefan und so, dass für mich die entscheidende Begründung der Freiheit die naturrechtliche Begründung ist, die erstmal mit Gewalt übergangen werden muss, um irgendwelche anderen Regelungen zu schaffen. Denn ich habe ja meine Freiheit weder an die englische Königin noch Commonwealth noch jemanden, der da eine Erbschaft jetzt annehmen müsste, übergeben. Das sind alles Anmaßungen, wo ich nicht gefragt und nicht frei ja, nicht gefragt wurde und nicht frei ja gesagt habe. Das heißt, die wesentliche Begründung für die Freiheit des Menschen und auch seine Selbstbefreiung ist, dass er lernt zu sagen, ich richte mich jetzt gar nicht mehr nach dem, was andere Leute meinen, über mich bestimmen zu können oder in der Vergangenheit bestimmt haben, ohne dass sie mich echt gefragt haben und dass sie meine Zustimmung bekamen, ohne dass sie meine naturrechtlichen Gegebenheiten geachtet haben und mir auch zugestanden haben. Aber, und damit komme ich zu der Verbindung wieder, also ich denke immer, wo ich kann, gerne im Sinne von sowohl als auch. Also wenn ich jetzt ob vor König Stefan oder vor den Reichsbürgern stehe, die Reichsbürger sagen auch, sie wollen letztlich die Freiheit aller Einzelnen, aber um da aus dem jetzigen Rechtssystem herauszukommen, müsste man aus irgendwelchen formal völkerrechtlichen oder sonstigen Gründen, verfassungsrechtlichen Gründen, müsste man erstmal eben auf eine Verfassung des Deutschen Reiches zurückgreifen, das wäre zumindest in den Formalitäten des jetzigen Systems so drin, dass man dann auch mit sozusagen Bejahung oder rechtlicher Zustimmungsverpflichtung des jetzigen Systems den Weg rausnehmen könnte. Und da sage ich, ich habe ja gar nicht mal was dagegen. Piep, 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 piep. Genau, ich höre. Und jetzt nochmal Neuansatz.
Da sage ich, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn das jetzige System sozusagen auch ein Abmeldeformular hat und ihr habt das Abmeldeformular erkannt und unterschreibt das Abmeldeformular, um da rauszukommen. Und das System ist vielleicht dann auch friedlicher und lässt diesen Übergang leichter geschehen. Also wenn jemand meint, das ist ein Weg, gerade um des Friedens willen, um der formalistischen Übergangserleichterung, sowas zu machen, da kann man sich doch auch im Sinne von sowohl als auch zusammentun. Einige machen es mit diesem mit dieser formalistischen Übergangserleichterung. Andere wie ich sagen, es ist stimmiger zu sagen, vergesst das doch alles mit diesem Formalismus, weil das geht alles drauf zurück, dass da Leute Gewalt an sich gerissen haben, ohne freie Zustimmung. Und aber wir können uns doch verbinden in dem Weg. Der Weg soll doch derselbe sein, dass der einzelne Mensch wieder zur Freiheit kommt und dass wir lernen, in unserer Freiheit und Mündigkeit miteinander zu kommunizieren und Konflikte zu lösen und konsensfähig zu werden für das Wohl aller. Also, lasst uns nicht da auch in so eine Käbelei miteinander kommen, zwischen diesen Übergangsansätzen, sondern lasst uns sehen, wie wir damit möglichst viel sowohl als auch Kräfte bündeln, agieren können. Okay, ich gebe weiter. Ja, und bevor jetzt wieder dran sind, meines Wissens, die Lucky, Dylan, Walter und Henning, gebe ich mal den Telefonkonferenzleuten eine letzte Chance, sich zu Wort zu melden. Sekunde, falls da jemand sein sollte. Hallo, ist im Telefonraum jemand, der was sagen möchte? Da ist jemand, aber will offensichtlich nichts sagen, ne? Dann mache ich das wieder leise. Ja, im Telefonraum ist zwar jemand, aber möchte nichts sagen. Vielleicht ist es auch noch Luckys Telefon, was noch da drin ist. So, dann geht's weiter, denke ich. Lucky, Dylan, Walter, Henning. Ja, vielen Dank für sowohl als auch. Damit kann ich auch leben und werde versuchen, in Zukunft mehr darauf achten, dass ich nicht so ein Entweder-Oder verfalle. Oder Schwarz-Weiß, wie mir auch immer viele vorgeworfen werden, viele Leute vorwerfen, weil ich in den Kategorien denke und die Grautöne nicht erfassen kann. Und von daher ist es sicherlich ein guter Hinweis. Zu Henning war ich immer begeistert, als ich bei dir zugehört habe. Du prophezeist ja auch, dass das zu Ende ist mit dem Geld- und Finanzsystem, sowohl das Bargeld als auch das digitale Geld. Ja, vor lauter Begeisterung habe ich dann ja nicht verstanden oder nicht überhört, wie das dann stattdessen ist, also wie dann produziert wird, verteilt wird und distributiert wird, ob das dann auch in Commons geht, das habe ich ja bei Dylan mal verstanden, die meinen wohl Ökonomie, ob das bei dir auch so ist oder ob das irgendwie ganz anders ist. Und ja, würde mich freuen, wenn du das vielleicht nochmal erläutern kannst und wie gesagt, Entschuldigung, dass ich das nicht aufmerksam so verstanden habe. Ja, und ansonsten will ich jetzt erstmal ja nicht so sagen, sondern bin, wie gesagt, bin froh, wie es dann weitergeht und freue mich auf den Tisch, den runden Tisch ohne Ausschluss und dass wir möglichst viele kriegen, auch wenn dann Sarah ihre eigenen Fans mitbringt. Ich freue mich auch, dass jetzt immer mehr, also jetzt halt bei Öffi hat das ja auch rausgeholt, das Interaktive, das kann natürlich auch mit dieser Wahlverschiebung, wie du es ausgedrückt hast, Bilden, mit der Wähler, Verschiebung. Wählerwanderungsbeobachtung, ja. Ja, oder okay, Wählerwanderung sein. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, wie ich das meinte, mit dem Voten oder Abstimmen, wenn ein Tor geschossen hat. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Wichtig ist nur eben, dass das Interaktive und dass du die Zuschauer und Zuschauerinnen ernst nimmst und ein Stück weit auch gespannt bin auf das Votum, weil das ich ja immer wichtig finde, wie eigentlich andere Leute, die nicht so drinne sind, eigentlich hier unsere Diskussion erleben, ne? Und wie was die dazu denken, das finde ich sehr wichtig, das rauszukriegen. Und wie das digital dann gemessen wird, mit Wählerwanderung oder Fragebogen oder eben Applausmeter oder und ich finde auch gut, wenn die eben Zwischenfragen stellen können, wie ich das mal gesagt habe, mit Schiedsrichterball, der dann an der Tafel angezeigt wird und wieder dann sozusagen auf diese Fragen spontan eingehen müssen. Die Teams, also beim Fußball denkt die Teams oder eben der Redestab und dann jeder oder jede dazu was sagen muss und das Publikum dann sagt, ja, die Antwort von Henning hat mir am besten gefallen und die von Luki war nicht so gut und dann sehen wir sozusagen, wie wir, also auch auf die entsprechenden Fragen, wie es ankommt, ja, wie unsere Antworten bei den anderen ankommen. Also das würde ich sehr gut finden und von daher freut mich, dass du das sofort also
ihr das auch als Möglichkeit, als gute Möglichkeit seht. So, und damit bin ich schon fertig und gebe wieder weiter an. Walter ist jetzt dran, oder? Nee, ich bin jetzt dran. Dylan, Walter, Henning, Öff, ist ja die Reihenfolge. Ja, und vielleicht noch kurz zu dieser technischen Bemerkung. Das ist halt so, wir könnten interaktiv reden, aber im Moment finde ich es auch besser, wenn wir einfach den Redestab weiterreichen und eben auch die interaktiv die Zuschauer, die in Zukunft hoffentlich dann immer mehr dazukommen werden. Und ich verstehe es halt so, dass wir jetzt ja schon ein Anfang sind. Wir haben 5 unterschiedliche Weltwandelansätze hier vertreten, also Lösungsentwürfe für die Menschheit hier vertreten. Uns fehlen halt jetzt die großen prominenten Namen, die viele Zuschauer mitbringen. Ja, das ist ja das. Und der Öff hat ja schon eine tolle Einladung geschrieben, die auch im Forum zu lesen ist, wie er diese Leute einladen möchte. Ja, und vielleicht machen wir dann eine Woche von Dienstag bis Sonntag. Und wenn auch nur einer dieser Promis kommt, ja, dann haben wir ja schon gewonnen, ne? Dann, weil der dann vielleicht schon 10.000 Zuschauer mitbringt, ne? Und Interessenten mitbringt und wir dann die Wählerwanderung beobachten können als oberflächlichen Ersatz für eine repräsentative Wählerstichprobe, ja? Ja, und dann jetzt, ich bin jetzt gerade beim New World Economic Forum und spreche die Zuschauer, aber auch die anwesenden Prominenten, die ich im Geiste schon vor mir sehe, an, ja, und sage ihnen, ja, wissen Sie, wir Naturwissenschaftler, wir sind da so viel pessimistischer als manche Äußerungen, die jetzt gerade vorhin hier gemacht wurden in der Runde. Wir sind halt viel pessimistischer. Wir sagen zum Beispiel, sagen wir so deprimierende Dinge wie, ja, die Masse, das gibt's gar nicht. Die Masse, das ist die Masse. Der Mensch hat genetisch in der vorkapitalistischen Zeit seinen Artgenossen vertrauen können und hat damals dann eine genetische Tendenz zur Vertrauensseligkeit entwickelt. Er ist also das suggestibelste und nachläufertypischste soziale Tier der Erde sozusagen. Schimpansen zum Beispiel misstrauen ihren Artgenossen und Menschen vertrauen jedem Betrüger. Also Betrüger haben bei Menschen unheimlich leichtes Spiel, bei Schimpansen gar kein leichtes Spiel, weil die misstrauisch sind, genetisch schon, allein von der Tendenz her. Und bei uns, wir sehen es ja bei dem Gesundheitsskandal und jetzt nachdem die Gesundheitssparten jetzt riesige Gelder aus der Pulle genommen haben, nimmt ja gerade die Waffensparten so einen richtig großen Schluck aus der Pulle im Kapitalismus und bereichern sich jetzt auf Kosten der Menschheit, ne? Denn was das Ganze jetzt an Geld umsetzt, jetzt müssen wir mal gucken, wer jetzt alles neuer Milliardär dadurch wird, dass er jetzt Waffenlieferungen an Ukraine, dass jetzt Deutschland mit 100 Milliarden aufgerüstet wird, um kriegsbereit zu sein für den Dritten Weltkrieg und so weiter. Wer da alles dran verdient, ne? Und also nochmal, wir sind da so pessimistisch, die Masse gibt's gar nicht, weil 80% der Menschen einfach nur gleichgeschaltet gehirngewaschen sind und die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten, der Gesellschaft, also der Obrigkeit am Ende glauben und einfach nur mitlaufen. Also wir reden sowieso nur mit 20%. Nur mit 20% der Gesellschaft kann man überhaupt sprechen. Ja, denn der Rest, ihr habt es vielleicht ja schon mal versucht, jemanden, der voll in der Gehirnwäsche der Gesundheitsdiktatur ist, mit dem kann man nicht reden. Das geht nicht, weil der ist gleichgeschaltet und da ist nichts mehr. Und deswegen sind wir so pessimistisch und sagen deswegen, ja, hoppla, wenn wir den Menschen aber die Möglichkeit geben, ihr Wohlfühlen mitzuteilen, dann können sie sozusagen, wenigstens können wir dadurch die Wirtschaft zwingen, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner zu verbessern. Also das ist ja für mich die gemeinwohlökonomische Grundformel aller Ansätze. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand verbessern und und nachher werde ich auch noch was sagen, weil manche haben jetzt eben gerade angesprochen, sehr hohe Grade von Selbstlosigkeit beziehungsweise Überwindung des genetischen Egoismus von Menschen.
Da werde ich dann nachher auf Kain und Abel eingehen und auf dieses Problem. Aber erst in der nächsten Runde, denn jetzt ist erst einmal wieder Walter dran. Dankeschön. Ja, interessant. Wie stellen wir uns die Aufklärung vor? Die Aufklärung, die wir ja schon hatten, hat uns ja schon relativ weit gebracht. Jedenfalls, im Spaß gesagt, gerade bis hierhin. immerhin haben wir Telefon und haben wir Internet und können Auto fahren, Eisenbahn fahren, fliegen. Also alle, auch dies sind ja Resultate der Aufklärung, der Zusammenarbeit, die unter Tieren nicht so leicht möglich ist, weil Tiere haben sich nicht zu Menschen entwickelt, also beziehungsweise nicht in dem Sinne. Nur die Spezies Mensch hat sich vom Bonobo-Affen ähnlichen Wesen zu dem denkenden, handelnden, geschickten Menschen entwickelt. Ja, und insofern hat ein guter Teil der Weltbevölkerung es ja auch schon recht gut. Und was wir tun, tun wir aus unserer Verantwortung heraus für diejenigen, die es halt heute noch nicht so gut haben oder auch leiden unter dem Verhalten von Menschen, denen es sehr gut geht, die in privilegierter Stellung sind, aber eigentlich kurzsichtig bis unsozial handeln. Also wir möchten gerne die gerechte Welt, in der es keine Minderheiten mehr gibt, die leiden oder flüchten müssen oder geschlagen werden oder in der Not gelassen werden. Und da setze ich dann wieder mit dem Aufklärungsgedanken an, weil noch haben wir den Punkt nicht erreicht, da die ganze Welt einhellig beschließt, bestimmt und durchsetzt, keine Waffengewalt mehr zu verwenden und der Kinder leiden oder auch erwachsene Menschen leiden müssen, ihrer Heimat beraubt werden, ihrer Häuser beraubt werden, ihrer Lebensgefährten und Kinder beraubt werden. Das brauchen wir alles in der neuen Zeit nicht mehr. Und wir wollen damit bewirken, dass halt überall in die Regionen der Welt auch gutes Wasser gelangt und gute Nahrung und gute Bildung. Und wir insofern auch gemeinsam frei sind, zu reisen, wohin wir wollen, besuchen, welche Regionen und welche Menschen wir wollen, sodass nichts Ideologisches uns mehr trennen kann, weil die Erkenntnis, die die Aufklärung uns vermittelt, eben besagt, wir sind ein Gemeinwesen, wir sind alle nur Gehirnzellen ohne Recht. Die andere Gehirnzelle Mensch zu töten, das ist absolut krank. Und wir sind einfach aufgerufen zu kommunizieren, wie alle Gehirnzellen in einem Organismus es tun. Es gibt zwar normalen Zelltod, gibt es ja im Menschenwesen auch, aber der ist nicht bedingt durch Wunsch und Willen von einem selbst oder von anderen, piep, 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 sondern eben durch ein hohes, hoffentlich glückliches Alter. Okay, der Stab wandert. Ja, Henning, Walter, vielleicht das nächste Mal in der Sekunde innehalten, damit ich merke, dass du es gehört hast, ne? So, Henning, ja, oder? Ja, danke fürs Wort. Warte, ich mache dich erst noch ganz groß, damit die Leute dich direkt gut sehen können. Ja, jetzt bist du ganz groß im Bild.
Ja, ich merke an meinem Bildschirm keine Veränderung, aber macht nichts. Nee, bei uns in der Aufnahmetechnik können wir das machen. Jeder kann seinen Bildschirm ja selbst gestalten. Da oben ist so eine Galerieansichtsmöglichkeit und so weiter. Gut. Ja, danke fürs Wort. Und ich möchte erstmal eines klarstellen. Meine Botschaft, ich als Botschafter der physisch lebendigen Erde, vertrete letztendlich die Naturgesetze und die kosmischen Gesetze. In erster Linie die kosmischen Gesetze, weil das sind die Urgesetze zu den physischen Gesetzen oder den Naturgesetzen. Und da Stefan in seiner Bulle diese als Gesetz angegeben hat, dass die Menschheit, an denen er alle Rechte wieder zurückgegeben hat, dass die Menschheit diese Gesetze achten möchten, möchte ich auch diese Naturgesetze oder die kosmische oder das Prinzip der kosmischen Gesetze im Grunde genommen hier auch mit übermitteln beziehungsweise darauf hinweisen. Ich vertrete keine Meinung, sondern ich bringe lediglich die Botschaft von der Erde, dass das Ausbeuten der Erde, also das Wegnehmen von irgendwelchen Teilen der Erde, dass man die sein Eigen nennt und dafür dann noch eine Geldforderung verlangt, sprich die Gewaltstruktur schlichthin ist, wo wir uns alle unser Wasser mit vergiften, wo wir uns alle unser Essen mit vergiften. Und es ist jeder für sich selber aufgerufen, in die Selbstorganisation zu gehen, um Wächter am Leben zu werden und Mitschöpfer zu werden. Da, wo ich esse und stehe, immer einen Samenkorn sehe. Das heißt, im Hier und Jetzt des ewigen Lebens, der energetischen Wandlungsprozesse, findet eigentlich nur das wirkliche 3D-Leben statt. In der Vergangenheit ist es nur noch ein Bild der Wahrheit aus zweidimensional. Genauso wie es uns eigentlich die Münze zeigt. Das Leben, die Lebenssubstanz selber ist im ewigen Jetzt, wo wir auch wieder hingehen. In der Anbindung über unsere 12 Sinnesorgane, in der Selbstwahrnehmung der kosmischen Kommunikation von Licht. Und die kosmische Kommunikation von Licht in der Anbindung, wie es die Priester in der Palmblattbibliothek oder auch die führenden Eliten einmal uns oder haben oder wissen oder das können, ist einfach, dass wir alle dort wieder hinkommen. Und das kosmische Prinzip ist, gibt es nur zwei, entweder Trennung oder Einigkeit. Und wir sind seit 2000 Jahren wieder in der Einigkeit, seit Jesu Geburt. Und wir kommen dieser Einigkeit und Einheit, der kosmischen Einheit, wieder näher. Und das geht auch ganz schnell und rapide. Und dieses Näherkommen bewirkt auch letztendlich die energetische Kraft der Erde und der Kosmos. Also alles Licht, was auf uns einstrahlt, auch der Stand der Gestirne, bewirken letztendlich das, was auf der Erde passiert. Und dieses, was jetzt passiert, was ich eigentlich auch schon sehen kann, aufgrund der Strukturgewalten, die ich erforscht habe die letzten 7 Jahre, haben wir die Verpflichtung, jeder für sich selber seine eigenen Bedingungen, die er erschaffen hat, aufzulösen. Und ich finde es einfach nur ein gutes Beispiel, genauso wie der Franziskus das Gesetz der Brüderlichkeit geschaffen hat, so hat auch der König Stefan die goldene Bulle der Erlösung erschaffen. Und der Mensch selber hat keine Rechte. Der Mensch ist eine Kraft aus sich selbst heraus zum Leben. Und unsere Sprache, die wir jetzt benutzen, die also über die kosmische Kommunikation des Lichtes gelegt worden ist, weil die Anbindung über die 12 Sinnesorgane der Wahrnehmung verloren gegangen ist vor 6000 Jahren, ist es wichtig, dass wir die Anbindung wieder selber bekommen? Ja, ist es wichtig, dass wir die Anbindung wieder selber bekommen, dass wir in uns fühlen und dass wir die Sprache, die wir benutzen, die eine Matrix ist, auch eine Gewaltstruktur ist, sowohl in der Dualität von Gut und Abwesenheit von Gut und in der Negation. Und es darf jeder selber darauf achten, in seiner Sprache, wie er sich zum Ausdruck bringt, dass wir das Gute auf die Erde wiederbringen. Damit erstmal gebe ich weiter an
Öff ist dran, ja, und nach Öff schlage ich vor, dass wir dann auf 2 Minuten Takt die letzte Runde für die Abschiedsrunde rumschalten, ja? Also Öff, 4 Minuten, deine Zeit läuft. Ja, danke schön, den Vorrednern. Und es kam zwischendurch ja schon zur Sprache, dass wir in den ganzen letzten Talks ja immer schon so ein Leitmotiv haben, nämlich wie können wir die freie Argumentekultur und unsere Talks, unsere Keimlinge, also wo der Dylan schon sagt, er fühlt sich bei jedem der Talks schon quasi in einem Teil oder Zweig der großen Zukunftskonferenz oder des neuen World Economic Forums, wo nicht nur politische Scheuklappen wirken, sondern wo im Sinne der freien Argumentekultur fair mit allen möglichen Lösungsvorschlägen umgegangen wird. Also ich sage dazu ja auch, wenn wir jetzt in dieser entscheidenden Krise der Menschheit die Kurve kriegen wollen, dann müssen wir offen Lösungssuche betreiben und nicht vorgefiltert eben durch irgendwelche Willkür oder Macht- oder Ideologieinteressen. Ja, und da wollte ich sagen, bin ich ja mit dem Dylan so dabei, diese Weitergestaltung unserer Talk- oder Kommunikationsstruktur weiterzuführen. Wir haben da so ein bisschen, ich habe einen Entwurf gemacht und Dylan hat wieder ein paar Anregungen zugegeben. Das steht jetzt eben im Forum, also an alle Zuschauer nochmal, wenn ihr über das Gespräch hier im mündlichen Talk, wenn ihr das auf Schriftebene auch weiter mitmachen wollt, ne? Es gibt das Freie Argumente-Forum, www.freie-argumente-kultur.de. Und da habe ich diese Einladung, diesen Entwurf schon mal reingesetzt, ist ja noch nicht abgeschickt. Der Dylan hat recht, also man sollte auch dazu schreiben unten, an wen man das dann alles schickt. Und das kann ja dann auch gerne von allen möglichen Leuten weiterverbreitet werden. Und es ist wichtig, auch Termine zu nennen. Wobei, ich lasse mal offen, ob man da gleich jeden Tag einer Woche oder ob man einfach unsere vorhandenen Termine oder einen zusätzlichen Termin nimmt in der Woche, wo man diese Leute dann zusätzlich zu einladen würde. Sie könnten ja im Prinzip zu jedem Gespräch, was wir jetzt führen, auch zukommen. Und wir würden das ja dann gleich auch darauf einstellen. Natürlich könnten wir ja auch. Ja, und ich habe mir dann überlegt, speziell bei der Terminfrage, dass es gut ist, wenn man so eine Einladung gleich verbindet mit einem interaktiven Element oder einer interaktiven Stelle, einer dauerhaften interaktiven Stelle. Denn wir werden ja, wenn wir jetzt an irgendeinen dieser großen Multiplikatoren, Big Player oder Prominenten, wenn wir da jetzt unsere Einladung schicken, dann hat er das mit konkreten Terminen, wenn wir die da konkret nur in diese E-Mail jetzt zum Beispiel reingeschrieben hätten, und dann hat er nichts mehr. Das heißt, wir müssten höchstens mit neuen Terminen die nächste E-Mail schreiben und dann sind wir auch nicht besser als die, die andere mit ihren E-Mails bombardieren, ohne dass die da ihre Zustimmung gegeben haben. So dass ich denke, so eine einmalige E-Mail, wo man dann reinschreibt, hier ist die interaktive Stelle, wo das jetzt dauerhaft dann immer wieder gefunden werden kann, auch wo immer der neue aktuelle Termin ganz oben steht, wo man da einsteigen kann. Und wo man natürlich, wenn man will, nicht nur immer die Informationen abrufen kann, sondern auch da schon in die Interaktion gehen kann. Das ist bestimmt was Gutes, wenn wir das von Anfang an... Du kannst ja die entsprechende Stelle deines Forums, du hast ja jetzt schon einen Thread aufgemacht, New World Economic Forum, und den kannst du ja dauerhaft immer wieder bedienen, sodass dort jeder immer den neuesten Stand findet, wenn er dann sich später einklinken wollte. Genau, ne? Genau, so habe ich es mir gedacht, ne? Mhm. Und insofern verbindet sich dann so eine Einladungs-E-Mail mit so einer dauerhaften Informationsbühne oder Ebene, die immer wieder abgerufen werden kann. Sobald die Leute den Link haben, dann steht ihnen immer wieder der Sprung in die aktuelle Information offen. Ja, also das sind alles so Dinge, ne? Also wo wir dran sind, Dylan und ich jetzt auch, das zu entwickeln. Ne? Da könnt ihr gerne schon mal gucken. Also gerade Lucky hat ja in den letzten Talks gemeint, er findet das wichtig, dass wir da jetzt diesen Faden auch behalten, uns darauf konzentrieren und gucken, wie das am besten gehen kann. Piep, 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 piep. Und ich glaube, dass wir da auch viele der Fragen, die wir jetzt heute angesprochen haben, auch aufgreifen, weiterverfolgen könnten. Also jetzt zum Beispiel, also auch können wir dazu auch eigene Themen natürlich im Forum machen. Das müssen wir nicht nur an diese Veranstaltungseinladung und den, ich sag mal, organisatorischen Ablauf, wie jetzt mit dieser Veranstaltung ist, weitergehen soll. Das sollten wir vielleicht sogar wirklich auch getrennt halten und einzelne Themen, auf die wir kommen, wo wir jetzt denken,
Das ist jetzt eine spannende Frage zwischen verschiedenen Lösungsvorschlägen, Lösungsideen. Da machen wir dann eigene Themenbereiche auch im Forum auf. Und sowas wie heute, ne, wie viel sowohl als auch gibt es sowohl zwischen dem Veränderungsengagement des Einzelnen und seinem Schritt zur Gemeinschaftseinübung und andererseits dem Ansatz, sich zusammenzutun, Initiativen zu machen für die große strukturelle Umformung. Wie viel sowohl als auch kann es geben zwischen Menschen, die sich naturrechtlich einfach direkt auf ihre Freiheitsfähigkeit und damit auch ihre Freiheitsberechtigung berufen und Menschen, die aus den vorhandenen Systemstrukturen gucken, ob die da irgendwelche rechtlichen Formulare vielleicht haben, womit sie den Schritt in die natürliche Freiheit aller dann wieder zulassen würden. Also wie viel sowohl als auch gibt es auch da? Und ja, dann können wir spannend gucken, wie wir möglichst effektiv weiter vorankommen können. Also herzliche Einladung. Ne? Für mich braucht es ja keine 2 Minuten mehr. Das ist jetzt sozusagen da auch mein Endbeitrag, mit dem ihr ja auch alle eingeladen seid, es auf jeden Fall zusätzlich zu den mündlichen Talks gerne in der Schriftform des Forums weiter zu verfolgen. Ich danke und schicke allen, die wollen, eine Umarmung durchs Telefon oder Internet und gebe weiter. Lucky, deine Schlussminuten? Ja, kann ich auch kurz machen. Ja, ich finde es auch gut, wenn es tatsächlich getrennt wird. Also ich werde auch erst jetzt mal raufgucken auf dieses Forum. Finde es aber auch gut, wenn es getrennt wird zwischen Organisation und unserer Diskussion. Weil, wie gesagt, das heißt ja runder Tisch für Zukunft und die Vision. Und da finde ich, ist es ja wichtig, dass wir da möglichst offen sind und Leute eben einladen, ihre Vision. Ich möchte auch eine andere Vision hören von anderen Leuten, wie sie sich das vorstellen. Und die dann dazu einladen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt da zu sehr unsere Sachen reinbringen, ob das dann schon ein Stück weit zu in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Und deswegen wollte ich mit dieser Einladung und thematische Diskussion, also finde ich gut, das getrennt zu machen und nicht irgendwie zusammen. Ja, und ansonsten die restliche Zeit gebe ich dann noch an Henning weiter, weil ich nicht das Gefühl habe, dass du auf meine Frage eingegangen bist. Wenn es jetzt so blöd ist, das nochmal zu wiederholen, was du erst schon gesagt hast und ich aber nicht verstanden habe, scheinbar. Also wie, ich habe jetzt nur verstanden, zwischen, dass wir aus dem Zeitalter der Trennung jetzt in die Gemeinschaft kommen. Und dass sich dann alles so positiv ändert und das sich dadurch automatisch so das Finanz- und Geldsystem aufhebt. Das, also habe ich bisher so verstanden, ist aber für mich eben ein bisschen abstrakt. Also für mich würde interessieren, wie wird eigentlich die Verteilung, die Produktion, wie wird die eigentlich geregelt? Dann kann ich das ein Stück weit mit diesen Commons und dieser Vernetzung digital und so weiter verstehen, aber ich weiß nicht, ob du das auch so meinst oder ob das irgendwie anders ist zur Gemeinwohlökonomie und was du da die Digitalisierung, ob die da eine Rolle spielt bei dir und wenn ja, welche, das ist für mich unklar und von daher gebe ich die restliche Zeit, die ich vielleicht noch habe, jetzt gebe ich dann weiter. Punkt. Ja, da ist leider nicht mehr viel übrig, aber im Prinzip könntest du so weitergeben, aber Henning kann ja dir nachher gleich antworten. Jetzt mache ich erstmal meine 2 Minuten. Ja, also, meine Schlussrundenbemerkung ist nochmal, wir Naturwissenschaftler sind da etwas pessimistischer als manches, das was geäußert wurde. Wir sehen halt so, dass wir sehen es als sehr schwierig an, sehr hohe Grade an Selbstlosigkeit beziehungsweise Überwindung des Genegoismus zu erreichen bei Säugetieren wie uns, die sehr, sehr egoistisch sind. Also ich habe es ja geschildert, dass schon Kain und Abel, die beiden Brüder, eben nur zu 0,5 verwandt sind miteinander und deswegen dann kann es auch mal vorkommen, dass man den Bruder nicht nur liebt, sondern auch mal totschlägt, wenn es nämlich um eine unmittelbare Konkurrenz geht, ja, sozusagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, Kain und Abel in Konkurrenz um Frauen zum Beispiel, da kann es dann auch mal gegeneinander gehen und wir müssen froh sein, dass wir Säugetiere, die wir aus einer grausamen Geschichte von Löwenartigen und Gorillaartigen, dass wir in das Tricksystem des Bonobo-Kommunismus damals reingewachsen waren und trotz unserer genetischen Tendenz der Gewaltbereitschaft, und ich wiederhole das nochmal kurz,
Ameisen und Bienen sind miteinander 0,75 verwandt, deswegen opfert sich der Ameisensoldat für das große Ganze auf. Aber wir Menschen sind eben schon mit unserem Bruder nur zu 0,5 verwandt, mit unserer Schwester nur zu 0,5 verwandt und eben nicht mit 0,75, oder die Körperzellen des Körpers sind eben mit uns 1,0 verwandt. Und dass die sich dann natürlich für uns aufopfern, fürs Gesamtsystem, ist naheliegend. Also sagt die Naturwissenschaft, nee, wir Säugetiere sind leider, bei uns gibt's nur 0,5 Verwandtschaft und dann die nächsten Verwandten sind dann schon nur noch 0,25 verwandt, 0,125, 0,00. Und wird's immer weniger und dann wird's auch immer aggressiver. Also, und deswegen brauchen wir, letzter Satz von mir, wir brauchen sozusagen die Trickkiste des gemeinwohlökonomischen Belohnens, um aus solchen Egoisten, wie Säugetiere sind, soziale Wesen zu machen, sozusagen. Und dann nur letzter Satz, Bonobos hatten keinen Zugang zu großen Steinlagern im Urwald, weswegen sie die technische Entwicklung und die Gehirngrößenentwicklung nicht vollziehen konnten, die wir als Savannenbonobos hatten, die wir Zugang zu Steinlagern hatten und deswegen dort die Technik begründen konnten. Ich gebe weiter, ich glaube, der nächste ist dann Walter in der Schlussrunde. Dankeschön. Ja, diese Zahlen und Fakten sind im biologischen Körper vielleicht wichtig, aber für uns als Menschenwesen sehe ich mal im Sinne der Aufklärung an, da können wir alle empfinden, dass wir als denkende Wesen Vater eines also Kinder eines Vaters und einer Mutter sind. Ich denke, da braucht man nicht kalkulieren. Und in der ressourcenbasierten Wirtschaft der Zukunft, wo eigentlich wirklich global gewaltige Überschüsse zu erwarten sind, also kein Mangel, der uns suggeriert wird von Wasser oder Nahrung oder Energie, sondern Fülle von Nahrung, Wasser, Energie, Infrastruktur und Bildung und insofern auch Gesundheit, da ist eben Gewalt die Krankheit. Da brauche ich niemanden aufrufen, das kann eigentlich auch heutzutage schon jeder einsehen. Und es ist ja auch schon vielfach formuliert in allen Präambeln der Staaten. Wir brauchen es nur noch durchsetzen gegen die aggressiven Kräfte und das werden wir auch tun. Es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis jeder es eingesehen hat, wie die jetzigen Kriegerzustände wieder zeigen, wo Kinder fallen und in Kindersärge gelegt werden. Das Menschenwesen hat einen unermesslichen Wert, der mit keinem materiellen Gut und keinem Öllager und keinem Tanklager und keinem Golddepot aufzuwiegen ist. Piep, 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 piep. Und daher bin ich zuversichtlich. Vielen Dank für den schönen Abend. Henning, ich mach dich wieder groß. Vielen Dank. um auf Luki nochmal zurückzukommen, es gibt da so zwei Mechanismen der Lichtkräfte. Die einen ist Licht in Rotation und Magnetismus in Kompression, sich zu Organen zu einigen, in Einheit, in harmonischer Einheit zu gehen. Das heißt, das bildet letztendlich das, was wir Materie nennen. Aber eigentlich ist das kleinste Lebewesen ein Lichtstrahl oder eine Information. Und wenn Informationen sich bündeln, also einig werden, in Einigung gehen, in Rotation und Einigkeit, in Harmonie, was das kosmische Prinzip letztendlich auch ist, für Wachstum, dann ist es so, dass also wenn sich eine geballte Information bildet, so wie die Erde als Planet, dass diese Erde auch gegenüber dem ursprünglichen Licht immer eine Abwesenheit von ursprünglichem Licht bildet. Und Trennung ist nichts anderes als wie das gute Licht von der Abwesenheit von gutem Licht.
Und das ist das zweite Prinzip. Trennung ist also letztendlich die Abwesenheit von gutem Licht, was Wachstum und gutes Leben und ein paradiesisches Leben ist. Und diese Abspaltung von oder die Abwesenheit von dem guten Licht haben wir die letzten 6000 Jahre gehabt. Und das kommt jetzt wieder zurück, dass wir in ein bewussteres Leben, lichtvolleres Leben kommen. Und in diesem lichtvolleren Leben gibt es also die Trennung zwischen Ich und Du nicht mehr. Das wird alles nur noch ein Wir-Denken sein in unserem Wir-Denken, also im Wir-Bewusstsein, wo wir in Einheit und in Einigkeit alle Bedingungen auflösen. Das heißt, wir achten in Zukunft die kosmischen Gesetze, die Naturgesetze und die Symbolik als Denkmal der Geldmünze, sie in Ehren und in Würde zu halten und nicht damit zu bezahlen. Danke, ich bin fertig. Ich bedanke mich für den schönen Abend und dass ich dabei sein durfte. Guten Abend. Ja, jetzt können noch, wenn jemand noch was ganz, ganz Wichtiges zu sagen hat, kann man noch was zum Schluss sagen. Ich habe noch was. Ja. Und zwar ist mir, habe ich vergessen, ich habe ja erzählt in meinem Abschlussbeitrag, dass wir da so weitermachen können im Forum und dass wir da auch so diese Schiene möglichst kraftvoll jetzt weiterführen wollen mit der Zukunftskonferenz für alle Lösungsideen. Ich war nicht eingegangen auf diese Gewaltthematik, die da zwischendurch aufgekommen ist. Und da wollte ich noch zu sagen, wenn ihr euch meinen Weckruf anschaut, den ich da geschrieben habe, da biete ich als eine Brückenidee zwischen den, ich sag mal, jetzigen Globalregisseuren, also Weltwirtschaftsforum und so weiter, mit ihrem Great Reset und New World Order und so weiter, da biete ich ja einen Brückenvorschlag an, auch innerhalb dieses ganz kurzen Anfangsweckrufes. Und zwar sage ich, wenn ihr die Demokratie, oder nennen wir es, ob es Demokratie bleibt, ist ja eine Frage, wenn ihr die globalen Entscheidungsstrukturen verstärken und weiterentwickeln wollt, dass sie längerfristig lösungsfähig werden und nicht so kurzsichtig konsumgebunden nur entscheiden können, wie die jetzige Demokratie aus Massenkonsummenschen. Dann lasst uns doch mal überlegen, welche Begründungsschienen sind die besten für die Entwicklung, die Weiterentwicklung der Entscheidungsstrukturen, der Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen für langfristige Lösungsfähigkeit oder Verantwortungsfähigkeit. Und da ist es doch besser, statt das auf so wackelige oder sogar windige Begründungen zu stützen, wie jetzt die aufgebauschte Corona-Pandemie, dass wir das vielmehr auf Argumente gründen, also diese Weiterentwicklung der Steuerungsstruktur, wie wir müssen die Verantwortungsfähigkeit, das Verantwortungsbewusstsein des Menschen oder der Menschen, natürlich auch der Steuerer, weiterentwickeln. Wir müssen schauen, dass die Korruptionsschwierigkeiten wegkommen, dass das aufgelöst werden kann. Wir müssen gucken, dass wir wirklich die kritischen Systeme auch der Gesellschaft, wozu das Gesundheitssystem auch gehört, auch Sicherheitssystem, dass wir das wirklich substanziell weiterentwickeln und nicht sagen, hier Corona, wir müssen impfen, während wir gleichzeitig den Pflegebereich ja die ganze Zeit sabotiert haben. Also diese Dinge, Mündigkeit weiterentwickeln, Korruption raus, kritische Systemstrukturen, auch wie Gesundheitssystem, wirklich richtig gut substanziell weiterentwickeln. Das könnten doch viel bessere Begründungen sein, auch um alle Menschen zu überzeugen, dass wir da damit unsere Entscheidungsstrukturen, unsere Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen weiterentwickeln müssten. Und da passt natürlich ein Stück weit jetzt die augenblickliche Kriegsthematik, passt ein bisschen mit dazu, weil da kommen ja jetzt Politiker von uns, wie der gute Herr Scholz, auf, ich sage jetzt mal, Steinzeitkeulenmäßige Schlussfolgerungen wie, wir müssen jetzt alle hier auch mehr als 2% unseres Bruttosozialprodukts in Rüstungsausgaben reinpulvern. Stattdessen könnte man ja auch wieder sagen, wenn wir jetzt die globalen Steuerungs- und Politstrukturen uns möglichst weiterentwickelt vorstellen oder dass wir sie weiterentwickeln, dann wäre ja statt Rüstungskosten werden wieder erhöht, mal dran Friedenskommunikation, Friedensbewusstsein, Friedenskommunikation, friedliche Konsensfindung und so etwas, dass man das jetzt wirklich mal in den Mittelpunkt stellt und darin eine Grundlage der gesamtgesellschaftlichen Steuerungsabläufe zu finden
versucht, weil wir werden nicht durch immer größere Keulen, sondern irgendwann muss klar werden, wir werden nur durch größere Friedensfähigkeit, solche Kommunikation, Konfliktlösung und Konsensfindung einen wirklichen Ausweg finden können. Also insofern sind das alles Argumente dafür, dass nicht die jetzige willkürliche oder korrupte Schiene der New World Order verfolgt wird, sondern eine ehrliche, die wirklich auf gute Gründe bauen würde. Okay, das war's denn noch dazu. Alles andere ja im Forum, ne, können wir in viele Richtungen so weiterverfolgen. Ja, und ich habe nur noch einen wichtigen Schlusssatz, dass ich es schön finde, dass wir hier so unterschiedliche Lösungsentwürfe und für den Wandel der Menschheit haben, nämlich dass zum Beispiel solche Begriffe wie Kinder eines Vaters, ich und du aufheben sozusagen, dass man die einen Modelle dem Menschen sehr viele soziale Fähigkeiten zutrauen und sie für erweckbar halten und der naturwissenschaftliche Ansicht sagt, da etwas pessimistischer ist und sagt, wir brauchen Hilfsmittel, um Menschen zu durch Strukturen zu sozialem Verhalten zu bewegen. Ja, aber weiterhin dann nächste Woche weiter oder Samstag, Montag sind ja die zwei Termine. Geht es weiter mit dieser munteren Diskussion? Hat jemand noch was ganz Wichtiges oder können wir Tschüss rufen? Tschüss! Tschüssi! Tschüssi! Ja, tschüss! Winke, winke! Ich hab noch was im Chat. Ja. Tschüss! Tschüss! Auf Wiederhören! Ist die Aufzeichnung zu Ende? Im Moment, sie stoppt gleich, ja, so.